Das war's. Das war's mit Susie Fielding. Eigentlich können wir jetzt unsere Sachen fast schon zusammenpacken und stiften gehen, denn das war ja unser Ziel. Ach, wir müssen uns einfach neue Ziele stecken, Christian. Genau, wenn du ein Ziel im Leben erreicht hast, dann steck dir doch einfach ein neues. Welches Ziel hast du in der letzten Woche erreicht für dein Leben? Ich habe das Ziel erreicht, ein schönes Add-on spielen zu können für ein schönes altes Spiel. Das Ziel habe ich erreicht, aber ich habe noch nicht das nächste Ziel erreicht, nämlich meine Hände noch mehr in Blut zu baden. Irgendwie ist dieses Let's Play sehr, sehr blutig jetzt mit dir zusammen. Ja, aber du hast recht, wir können jetzt nicht einfach, nachdem wir die Amerikaner gemaßregelt haben, aufhören, die Hände in den Schoß legen und fröhlich anfangen zu bildern. Das würden uns die Zuschauer, glaube ich, nicht abnehmen. Wir müssen zu unserer Entschuldigung sagen, warum wir so relativ zügig vorankommen. Wir spielen halt nur auf normalem Schwierigkeitsgrad. Und wer die Civ-Reihe kennt und wer ein bisschen Erfahrung damit hat, der weiß, dass es sich durchaus empfiehlt, ein paar Schwierigkeitsgrade vielleicht höher zu gehen. Haben wir nicht gemacht. Ist halt nur ein Showkampf. Ist halt nur ein Let's Play. Ist aber eins von einem neuen Add-on. Rising Tide Preview Let's Play. Das waren die Amerikaner. Zwei mögliche Ziele zur Auswahl. Ziel Nummer 1, südlich unserer neuen Stadt Central. Die fröhlichen Leute von der GEZ, von der Gebühreneinzugszentrale und ihren öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD, Aschwart, Adida und Farah. Sind das alles Fernsehsender? Das sind alles Fernsehsender. Die sind zuständig für die aquatisch-orientalische Welt. Ah, aber meinst du nicht, wir sollten uns ein höheres Ziel suchen? Weil wir, die sind ja, wenn wir die Punkteliste betrachten, sind die ganz hinten. Du hast zwar immer gesagt, immer auf den Kleinen, aber jetzt, wo unser Größenwahn so richtig mit uns durchgaloppiert, da gehen wir doch lieber dem Stärkeren an den Kragen. Ich bin dafür, dass wir uns das zweithöchste Ziel stecken, was möglich wäre. Das allerhöchste wäre natürlich jetzt hier im Rahmen dieses Spiels ewiges Seelenheil für uns und für unsere Zuschauer zu bekommen. Aber das kriegen wir in den nächsten Folgen und Runden nicht hin. Aber das zweithöchste Ziel wäre vielleicht der zweithöchste in der Punkteliste. Duncan Hughes, der Schotte, dessen Abkürzung NSA mich immer ein bisschen aggressiv stimmt. Ja. Ja, das setzt Christian zu einer seiner berüchtigten programmatischen rhetorischen Reden an und donnert dem kommenden Feind ein Ja entgegen. Das ist unser Ziel hier. Deep Castle. Deep, guck mal, der hat sich ja doch relativ stark ausgebreitet, aber die Namen, die klingen also so schön schottisch. Dann Kyle, Fjarran, naja, eher norwegisch, aber unten, das kann ich gar nicht aussprechen, Elmyr. Ich versuch's mal. Das sind Städte, die wir auf jeden Fall dann auch umbenennen werden. Ach so, apropos umbenennen, da war da noch was. Ach ja, hier Central können wir noch umbenennen in. Also Susis Geschenk haben wir schon. Central ist, ja, wir könnten natürlich irgendetwas machen. Wir sollten nicht immer so kriegerische, aggressive Bezeichnungen wählen. Auch ich habe eine Idee, ich habe eine tolle Idee. Central liegt ja jetzt nicht mehr in der Zentrale, sondern es liegt jetzt an der Peripherie. Das ist sehr schön. Peripheria, finde ich großartig. Und Vanguard müssen wir noch umbenennen. Wollen wir uns auch das andere mal anschauen. Vanguard. Was soll das für ein Name sein? Das heißt sowas wie Vorausgarde, Vorausabteilung. Das war die erste Stadt. Die eine war ja Peripheria, ist das hier Primeria? Können wir machen. Primeria, die erste Stadt, die wir eingenommen hatten. Das können wir uns im Leben nicht merken, wenn da jetzt eine Meldung auftaucht. Neues Abwasserkanalsystem in Primeria fertig. Dann werden wir uns am Kopf kratzen und denken, ne, wo ist denn das? Das sind Schwesterstädte. Das sind Primeria und Peripheria. Die Bürger sind dort geschwisterlich miteinander verbunden. Naja, ganz ehrlich, Primeria und Peripheria, das klingt wie irgendwas aus der Augsburger Puppenkiste. Das tangiert mich jetzt nur äußerst peripher, muss ich sagen. Na gut. Weiter geht es. Ah, das ist ja, das sind so Botschaften, die lese ich und höre ich gerne. Ein neuer Handelslot. In Peripheria. Und schon wieder, weil wir zwischendurch den Spielstand neu geladen haben, müssen wir diese also das wäre echt mein Wunsch an die Entwickler, hatte ich auch damals schon nach dem Erscheinen des Grundspiels geäußert. Bitte, liebe Entwickler, ein Wunsch, den ihr nicht erhören wollt. Lasst das doch an, diese Optionsböppel. Die genau. Macht doch jeder an, oder? Nee, also jeder will seine Gebäude sehen. Ja, also das sind unsere Gebäude links. Die Entwickler sagen dann halt immer, das ist halt optional. Es gibt auch Leute, die wollen freien Blick auf ihre Spielwelt haben. Ich kenne keinen. Optional ist ja schön und gut, aber ich möchte die Entscheidung nicht jedes Mal treffen müssen. Ich würde mir auch wünschen, dass das Programm sich das einfach merkt. Stell dir mal vor, dein Eisverkäufer fragt dich jedes Mal, Erdbeer, Schokolade oder Vanille? Gott, der türkische Imbiss, wo ich immer sehr, sehr gerne hingehe, die fragen mich jedes Mal, jedes einzige Mal,
mitnehmen oder hier essen? Und jedes einzelne Mal sage ich mitnehmen. Und wenn die das Essen fertig haben, fragen mich jedes Mal Joghurtsoße, ja oder nein? Ich sage jedes Mal mit Joghurtsoße. Das könnte vielleicht daran, vielleicht solltest du da nicht jedes Mal mit einer anderen Verkleidung hingehen, dass die dich auch mal erkennen. Das ist aber jetzt wirklich, ich bin immer, mein Gesichtsausdruck, der ändert sich natürlich je nachdem, wie verfressen ich gerade bin und je nachdem, wie ich gerade auf das Gericht draufschiele. Produktion wählen. Ja, ein Handelsschiffchen. Und als Produktion hätte ich hier gerne vielleicht einen Arbeiter. Die brauchen dringend einen Arbeiter. Für die Handelsschiffchen ganzen willst du hier bauen? Also eins davon kaufen, eins davon produzieren. Also wir haben hier ja, wir eins bauen, einkaufen. Wir haben ja nur eins. Naja, wir haben nur 170. Wir können gar nichts kaufen. Wir warten eine Runde und dann kaufen wir es. Ja gut, das ist auch in Ordnung. Also, dann gib aber doch bitte einen Arbeiter in Auftrag wenigstens. Den brauchen wir hier dringend. Wo steht er denn? Bei W wie Worker ist natürlich alphabetisch geordnet. Deswegen stand er auch ganz oben. Ich könnte mir auch... okay, wir machen das jetzt erstmal. Oder sollen wir den nachher da kaufen? Nee, kaufen machen wir dann mit dem Handelsschiff. Wir haben echt nicht mehr so viel Geld. Wir haben zu viel gekauft in letzter Zeit. Du bist nicht shopping-süchtig. Und ich dachte immer, du bist eine echte Shopping-Queen, aber ich habe das durcheinander geworfen. Du bist, glaube ich, meine Drama-Queen. Das Problem hier ist ja, dass man sein Konto nicht nach unten überziehen kann, in die roten miesen Zahlen. Man kann keine Schulden machen. Das ist natürlich schade. Das heißt, merkelsche Politik kann man ja nicht durchsetzen. Die ARC hat ihre Hauptstadt verloren. Ja, Susan Fielding ist raus. Genau, Central haben wir erobert. Ist raus. Ja, ist raus. Hier ist ein Arbeiter, aber der ist selber beschäftigt. Ja, der ist für Megalomania zuständig. Der soll hier mal diese Muscheln und Korallen und den ganzen... Womit fangen wir an? Was ist uns am wichtigsten? Die Stadt wird sich zumindest vielleicht nochmal nach rechts bewegen. Das heißt, wir bauen links oben die Koralle, diese Muschel da an. Diese. Warum kann er da nichts machen? Weil er sich von einer Landeinheit in eine Wassereinheit verwandelt hat und das kostete ihn seinen Zug. Aber das ist doch hier eine Wasserstadt. Ich glaube aber, wenn Landeinheiten in Wasserstädten stehen, dann stehen die trotzdem auf ihren eigenen Füßchen. Auf ihren Landfüßchen. Also so wie wenn du beispielsweise in einen See hineinstarkst und am Ufer stehen bleibst oder an einer Meeresböschung auf dem Strand stehst. Ja, genau. Questentscheidung. Lieber Christian, du kannst entscheiden, wie das mit den Gengärten in Zukunft sein wird. Die Gengärten waren ja dein Baby, das darfst du dir aussuchen. Also wollen wir ein bisschen herumexperimentieren mit Biotechnologie, dann bekommen wir hier mehr Energie. Stark, ganz, ganz toll, das nehmen wir auf jeden Fall. Nein, das ist natürlich noch schöner hier. Genau, ich verstehe nur nicht, was ist denn der Unterschied zwischen Biotechnologie und kontrollierter Mutation? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Keine Ahnung, ich weiß nur, ein Gesundheit finde ich wichtiger. Auf jeden Fall. Gut, wir sind bei minus 19 Gesundheit eben gerade. Uiuiui. Wie ist denn das passiert? Nein, wie ist denn das passiert? Also wie konnte das denn passieren? Wie ist das denn passiert, Christian? Also hören Sie mal, wie ist das denn passiert? Wie konnte das bloß passieren? Ich sag mal, kann das sein, dass die Eroberung der Städte jetzt erst reinschlägt? Das kann sein. Das schlägt aber voll ins Kontor. Na gut, Primeria wird ja bald aufhören zu randalieren. Das heißt, da ist die Gesundheit wieder ein bisschen besser. Apropos randalieren, jetzt bin ich noch ein bisschen mich am darüber grübeln, wie das mit den Entwicklern ist. Letztes Mal, Ende der letzten Folge, hatten wir ein bisschen gemault und geschimpft über diesen Bug, vermeintlichen Bug der Entwickler in dieser, vorab in dieser Preview-Version, dass in zwei Städte Susis Geschenk und dann Peripheria geschenkt worden sind und dass wir dann noch nicht mal Gesundheitsmali haben und jetzt zack. Sind die uns geschenkt worden? Wir müssen die, das sind keine Marionettenstädte, es gibt keinen Widerstand. Vielleicht ist das nur ein Anzeigebug und das wird korrekt berechnet, aber nicht gescheit angezeigt mit dem Widerstand und dem Trara, das hier stattfindet. Das könnte auch sein. Dann schauen wir doch mal in die Stadt rein, ob die was produziert. Ja, die baut den Arbeiter. Die hat nur nicht genug Futter. Komisch. Sehr befremdlich. Sehr, sehr befremdlich. Gut, dann. Also, Peripheria hungert. Mhm. Können wir da irgendwas machen? Nee. Wir brauchen den Arbeiter und der soll dann die... Oh, guck mal da oben. Fortschritt 0 von 42. Das heißt, wenn wir jetzt nicht helfen... Ja, genau. Du musst vielleicht doch mal irgendjemanden, der auf einem günstigen Feld arbeitet, auf eine Farm verschicken. Ja, weil sonst... Wir haben keine Vorräte da, sonst haben wir in der nächsten Runde einen Bürger weniger. Der ist uns tatsächlich verhungert dann. Genau. Irgendjemand muss auf einer Farm arbeiten. Es ist natürlich die große Frage, nimmt das Programm das an? Deshalb gehe ich mal ganz auf Nummer sicher. Und es ist Transferverbot, genau. Nahezu vollständiges Transferverbot.
Also bleiben wir wenigstens stabil, ja, bis wir die Lage wieder im Griff haben. Das ist dann, was ich manchmal den Bundesliga-Clubs gerne geben möchte, ein Transferverbot, wenn die Engländer mit den Millionen winken. Ja, wäre das nicht sowieso fair, wenn jeder Fußballspieler nur bei dem Verein spielen darf, bei dem er mit 5 Jahren eingetreten ist? Das wäre möglicherweise fair, wenn man ein Anhänger von mittelalterlichen Gesellschaftssystemen ist. Bin ich doch. Leibeigenschaft soll auch für Fußballspieler gelten. Leibeigenschaft und Feudalismus. Wolltest du mir, du hattest mir doch auch gesagt, du wolltest mir noch die Lehenstreue schwören. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du wohl gesagt. Kannst du das irgendwie beweisen oder belegen? Ja, hier auf diesem Ziegenhautpergament, das ich aus dem 13. Jahrhundert gerettet habe. Das ist nicht mit Blut geschrieben, das gilt nicht. Ach so. Sag mal, Lenas Plattform. Ja. Lenas Plattform, möchtest du die vielleicht nochmal bewegen? Ich hab gewusst, du sagst das. Du bist bewegungssüchtig. Du bist der Jogger unter den Städtebauern. Und du bist Nomade, genau. Jetzt wäre nur die Frage, wenn wir uns jetzt eins nach Süden bewegen, dann rasseln wir aus der Reichweite unseres Phyraxids hier oben raus. Darf ich dir einen anderen Vorschlag machen? Ja, was denn? Ein Schiff einschieben. Ein weißt Schiff du warum? Einschieben. Ich höre wieder den Säbel rasseln, ich bin dabei. Weil östlich von uns, also östlich von den Städten, westlich von den anderen, wir sind ja, ihr seht mal wieder, die Welt ist rund, von wegen mittelalterlich, keine Scheibe, sind die schottischen Städte und die wollen wir doch gerne von 2 Seiten bekriegen. Ist doch deshalb notwendig, weil nachdem wir den Krieg erklärt haben, könnte es auch sein, dass er dann irgendwelche gemeinen Patrouillenboote in unsere Richtung schickt. Genau, mit dem aggressiven Euphemismus Vorwärtsverteidigung getarnt. Ja genau, das geht nicht. Deshalb sollten wir da auf jeden Fall, finde ich, in jeder Stadt ein Schiffchen bauen. Genau. In jeder. Fangen wir hier mal an. Lenas Plattform baut... Also hier ein schnelles Schiff. Ja, einen Kreuzer. Weil das ist weit weg. Kreuzer sind sehr wichtig. 4 Runden, dauert ja auch ein Weilchen. Aber Lenas Plattform hat ein Trockendock natürlich, da geht das schon schön schnell. In Lenas Lagune wiederum würde ich ganz gerne ein U-Boot bauen, weil die sind sehr lahm und das ist die Stadt, die am nächsten zur Front ist. Weißt du, magst doch mittlerweile die U-Boote. Ja, die haben auch so einen hübschen Namen. Halt mal, fahr noch mal weg mit dem Tooltip, ich habe irgendwas gesehen, was günstig aussah. Ah nee, nur das Com-Relay, das brauchen wir nicht. Gut, ein U-Boot. Ziehen wir auch vor. Vor deinen Gengarten. Ich bin... Du bist beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Und noch ein Schiffchen in Lenas Felsen. Und hier vielleicht... Um die übliche Mischung zu kriegen. Einen weiteren Kreuzer. Mit einem Kreuzer machen wir nie was falsch. Hatten wir unten nicht einen Kutter? Wir haben noch genug Kutter. Wir brauchen nicht so wahnsinnig viele Kutter. Kreuzer sind besser. Mit Kuttern, die können wir nur zum Angriff benutzen auf die Städte. Mit denen können wir aber leider nichts sturmreif schießen. Ja, wir können doch dann, wenn die zu dritt operieren, gemeinsam, dann haben wir immer ein Schiffchen dabei, was auch eine Stadt einnehmen kann. Dann können wir vielleicht, wir müssen ja nicht Stadt für Stadt uns durcharbeiten, von Ost nach West. Wir können ja auch von 2 Seiten anfangen, so. Um Kuchen zu knabbern. Trotzdem brauchen wir da mehr Kreuzer für. Seine Städte sind, glaube ich, guck mal, der hat auch diese Spezialfähigkeit, dass Aquastädte stabiler sind bei ihm. Die schießen wir nicht einfach so mit. Also, dann würde ich gerne den Kutter an die Bauschlange stellen dahinter. Na gut, alles klar. Dann kommt er dann an. Aber das Ektogenese-Pod wird vorher gebaut, bitte. Aber wir wollen doch den Angriff von 2 Seiten durchführen, zeitgleich, damit wir auch im Zeitplan noch ordentlich vorankommen. Na gut. Ab nach hinten mit dem Ektogenese-Pod. Oh, mir blutet das Herz. Ja, ich bitte aber nach innerlich bluten und nicht nach außen hin. Na gut, dann bin ich aber dafür, dass wir die Logistik nochmal ordentlich einen Zacken nach oben schrauben. Ich habe eine Idee. Diplomatie, bitte. Ich habe doch eben hier in der Pause mir noch was ausgeguckt, was wir uns dazu bestellen können. Einen Persönlichkeitstrait bei den Domestic, bei den innenpolitischen Geschichten. Wo ist das gerade? Den einen, den wir noch nicht haben. Ach hier, ach, alles klar, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein Klick drauf kostet uns... 195, aber es gibt da einen schönen, der heißt Kooperativ. Weiter runter. Was ist der mit dem Kamel? Das passt doch auch irgendwie ganz gut. Oha. Interne Stadthandelsrouten, die zwischen unseren eigenen Städten hin und her fahren, sind 20% besser. Von denen haben wir jede Menge, das boostet uns massiv. Ja. Gefällt dir das? Christian, du gefällst mir. Das war eine großartige Idee von dir. Dafür geben wir unsere Diplomatiepunkte gerne aus. Und welches Agreement passt dazu? Dir ist klar, dass das heißt, dass ich in Zukunft noch mehr als zuvor jeden Wunsch von dir, Gebäude oder Einheiten mit Diplomatiepunkten zu kaufen, abblocken werde, weil ich so vernacht bin in diese bessere Idee, die du jetzt hast. Ah ja, sehr gut. Okay. Also Diplomatiepunkte werden nur zur Verbesserung unserer Fähigkeiten ausgegeben.
Liquid Resources, Flüssigressourcen. Ah ja, wenn man mit Städten handelt, dann kommen dabei mehr strategische Ressourcen raus. Machen wir sowieso nie und außerdem gilt das ja für unsere Kunden. Genau. So, dann schauen wir doch mal gleich in die Handelskarawanenübersicht rein und gucken, wie viel mehr die uns jetzt bringen. Das war Überblick. Ja, feini. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt auf dem Boden mich zuckend winde vor Freude, aber es ist immerhin etwas. Es ist immerhin etwas, genau. Mhm. Vor allem die Nullnahrung, die imponieren mir. Ja, das ist irgendwie schade. Jetzt muss man aber auch sagen, diese Werte, die haben wir ja eingestellt vor ein paar Runden. Ne? Genau. Also ist ja eine Route nach der anderen dazugekommen. Diese Werte verändern sich ja auch je nach Spielverlauf. Mhm. Dann schalt doch mal die beiden Häkchen bei Auto erneuern bei denen auch aus, dass wir die neu verhandeln können. Die werden anscheinend automatisch gesetzt. Mhm. Nur die eine, die nach Kiagangen fährt, die kannst du auf Auto erneuern setzen. Die würde ich immer schicken. 38 Credits, das ist einfach untoppbar. Ja. Untoppbar. Ein neues Wort, das wir hier kreiert haben bei diesem kulturell wertvollen Let's Play. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir unser fertig repariertes Kutterboot. Das ist unsere Heimatverteidigungsflotte. Das U-Boot, der Kreuzer und der Kutter. Die können ja schon mal Richtung Schottland fahren. Genau. Die Schotten sind... Sind die jetzt... Von hier aus rechts, nach Osten. Die sind... Was ist näher? Beides ist eigentlich ziemlich egal. Beide gleich weit weg. Dann fahren die westlich und nutzen die Kanalstadt Peripheria. Und mit dem Titan, der braucht sicher eine gefühlte Ewigkeit. Na gut, der kann ja auch... Oh Gott, der kann ja nicht durchziehen. Da ist eine Einheit drin gerade. Ach deshalb, was ist denn da für eine Einheit drin? Na, der Patrouillenkutter, der es gerade eingenommen hat. Genau, der sollte da... Raus, dass der Durchfahrt frei ist. Kann der da nicht auch durch? Aber den... Ja, der kann da sitzen bleiben, der muss raus. Der muss raus. Der muss raus und kann hier irgendwo heilen. Aber möglichst im eigenen Territorium. Weil er dann schneller heilt. Genau. Dann ziehe ich ihn hier hin, weil sonst hat das U-Boot gleich wieder Probleme. Mhm. Genau, da kann er heilen. Dann packen wir uns das U-Boot und ziehen mit dem U-Boot schon mal hier durch. Genau, dahin. Und der Kreuzer, der heilt auch noch bitte. Der heilt bitte genau da, wo er gerade steht. Mhm. Und der Kreuzer auch. Exzellent. Ja, ist ein bisschen fuddeliges Micromanagement mit den Einheiten, da ja nur eine Einheit pro Feld erlaubt ist, wie immer in den letzten Civilization-Teilen, aber das macht nichts. Aber da muss man durch. Und der Kreuzer hier? Ja, seine Kampfgruppe ist nach Westen eben abgehauen. Folgt er denen unauffällig. Dann folgt er denen ganz unauffällig. Der ist aber auch noch ein bisschen verletzt und heilt sich vielleicht mal in Susis Geschenk. Der kann sich genau in der Stadt drin heilen. Genau. Aliens haben wir jetzt gar keine mehr gesehen. Die scheinen als Gefahr irgendwie weg vom Fenster zu sein. Wir bauen hier ein Bett. Ein Algenbett. Im Muschelbett. Wird man richtig ein bisschen müde. Und... Ein Tidehunter, unser U-Boot, das baut lange. Das muss hinterherfahren. Oder sollen wir den vielleicht im eigenen Gewässer lassen zur Verteidigung? Oder nee, der muss mit. Die sind einfach zu gute Belagerungseinheiten, wenn die Städte die nicht sehen. Ah, der braucht Ewigkeiten, bis er in Schottland ist. Dann lass den rechts rumfahren, das geht besser. Lass ihn durch unsere eigenen Besitzungen durchfahren. Für den Fall, dass was passiert, hätten wir wenigstens ein U-Boot da. Da hast du recht. Die Handelskarawane aus Megalomania. Darf die hier überhaupt starten? Probier mal. Sag mal, wäre es nicht mit der Begründung auch gut, zumindest eines der beiden Schiffe rechts rumzuschicken? Wir bauen uns ja neue gerade. Wie du siehst. Die Handelsroute, das Handelsschiffchen. Mhm. Na guck mal, jetzt sieht man hier aber trotzdem schon, dass sich die internen Handelsrouten doch etwas mehr lohnen. In der Tat. Guck mal, Lenas Felsen gewinnt dann da auch Futter. Sollen wir nicht was nach Peripheria schicken? Die haben noch Futter, die haben noch Futterprobleme. Ja, das bringt uns relativ wenig allerdings. Ach, das waren die mit den Nahrungsproblemen? Ja, obwohl, nee, lass uns nach Lenas Felsen fahren. Das ist einfach zu massiv, ne? Ja, genau. Das ist, die bringen, Lenas Felsen oder Lenas Plattform? Das ist mir egal. Da mache ich mal, Lenas Plattform ist, glaube ich, dichter am Feind dran, ne? Mhm. Also ich glaube, diesen Karawanen-Perk, diesen Kooperativ-Perk, den kaufen wir uns gleich nochmal dazu in besser. Oh, auf jeden Fall. Mhm. Das lohnt sich ja wirklich schlimm. Nochmal eine Runde weiter. Ah, Expedition beendet. Super. Das gefällt uns. Wollen wir uns mal anschauen, dieser Satellit, der vom Himmel gefallen ist. Oh, ist der gerade da drauf gefallen? Da werden Aliens beschossen. Von einem anderen U-Boot. Außerhalb unserer Reichweite. Das kann auch ein normales Schiff sein. Wir wissen es nicht. Ich habe das U-Boot aber gerade gesehen. Ja, dann.
Du kannst U-Boote sehen. Ja, du hättest es auch gesehen, es war ein Feld weiter links. Ich glaube, das ist deine Spezialfähigkeit, dass du U-Boote sehen kannst. Kann das sein? Und hören und riechen. Das ist das Wrack des... Oh, oh, guck das mal an. Ja, das hatte ich doch auskalkuliert. Der haut genau hin, der muss natürlich jetzt erstmal kurz weg. Ganz schnell zurück. Ganz schnell. Und das ist auch für mich mein persönlicher Held hier in dieser Folge hier, der Explorer. Weil der hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Der hat vor allem dir geglaubt, als du vor vielen, 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 vielen Runden gesagt hast, 7 Runden, in 8 Runden ist das Miasma. Braucht er, bis er im Miasma gestorben ist. 7 Runden braucht er zum Bauen. Ich habe skeptisch beide Augenbrauen hochgezogen und habe gesagt, na, ob das hinhaut. Und es war messerscharf kalkuliert. Hast du gut gemacht mal wieder. Naja, ob der mir glaubt, ist eine Sache. Du musst mir glauben. Du bist mein Hauptbefehlsempfänger. Der arme Explorer kann sich ja gar nicht wehren. Liebe Zuschauer, und so hört es sich an, das beleidigte Schweigen.